sind da unglaublich spannend im Studio, einfach weil sie halt BPM getriggert sind, meist andere Sachen können, zum Beispiel sowas wie The Roll. Das ist halt ein kleiner Loop-Player. Minutensur? Ja? Minutensur? Ja, aber natürlich, so wie jetzt, nur spärlicher. Also wirklich an so Keypoints ein bisschen oder in den Breakdowns mal den Filter runterlaufen lassen. Einmal kurz. Ja, also einfach, dass musikalisch passt und jetzt nicht irgendwie, dass es auffällig ist. Das ist halt der Fehler, den halt, wie gesagt, jetzt sollte man die halt da jetzt, voll auf die Attention gehen oder dann, dass du halt dann das Ding schnell überbewertest, ja. Was zum Beispiel in den Element Heat, also im Clubbereich gibt es zwei große Pulthersteller, das ist der Pioneer mit dem DJM 700, 800, 600 und so weiter. Und dann gibt es eben diese Element Heat. Und die Element zeichnen sich aus durch ihre geilen analogen Filter. Also sie haben richtig fette analoge Filter, die auch fett klingen. Also er hat auch einen Filter, aber hörst sofort digital. Da hörst du es jetzt nicht so stark, weil er halt diesen, ich kann die Intensity noch krasser aussehen. Das hörst schon hier. Du hörst die digitale Kennlinie von dem Filter. Tja, Verzerrung. Achso, nee, das war der Robotize, genau. Den hört jetzt nicht gescheit, den kann nachher, wenn was Musikalisches da ist. Hall. Braucht man eigentlich eher nicht. Ja, man kann es manchmal am Ende zum Saufen lassen oder so benutzen, aber eher nicht. Phaser. Haben wir schon gehabt. Den Filter mit dem LFO gestaltet, also es war ein LFO, der den Filter hoch und runter fahren lässt. Trance ist der Hacker. Ja. Und der ist natürlich eng eingestellt. Auch nutzen würde. Das ist halt ein Keypoint, 2 Sekunden irgendwie den hier vorher so rein. An einem Keypoint, wo du weißt, jetzt geht's los und dann um 2 Minuten zu bringen oder so. Also spärlich mit Bedacht, ja. Echo und Delay. Ja. Gut. Master mit ins PFL zu nehmen, Effekt mit ins PFL zu nehmen, dann hat man zu einem Pult natürlich zusätzliche Send und Returns, um externe Effektgeräte anzusteuern. Das heißt, es gibt dir dann zu dem Effekt hier einen Send,
Send Return oder Link der Return in diesem Effekt, keine Ahnung, man nimmt extra mit rein. Okay, ansonsten haben diese Pulte natürlich heutzutage viel für diese, also gerade von Pioneer natürlich für diese CD-Player. Fader Start, Q-Punkt setzen und so weiter. Je höher die Modelle von Pioneer sind, umso mehr können die für diese CD-Player. Bloß, wer mit CD-Player auflegt, tut mir leid. Deswegen werde ich, glaube ich, auch nichts über die CD-Player erzählen. Ja, also wir werden kurz sagen, was es für Modelle gibt. Erzähl mal lieber, was für unterschiedliche Mixer gibt. Es gibt ja 2-Kanal, 4-Kanal. Achso, nein, an sich gibt es nur 2 Arten von Mixern. Battle Mixer im Hip-Hop-Bereich und Mehrkanal-Mixer im Club-Bereich. Hier ist ein klassischer Club-Mixer auf der klassischen Club-Größe. Das heißt, der hat meist 4, vielleicht mal irgendwie 6, wenn es wirklich extrem viel ist. Mehr braucht so ein Ding nicht. Ja. Battle Mixer hat auf der Oberfläche meist, schaut's her. Battle Mixer im Vergleich zu. Ich zeig's euch gleich. Das ist diese Eclair zum Beispiel. Eclair. Oder Eclair. E-Clear. Eyebrow. Das ist ein Battle Mixer. Stimmt, so ein Handling hat er 12. So, Battle Mixer. Battle Mixer kommen in erster Linie von der Firma Eclair, von der Firma Vestax. Was gibt's noch? Stanton vielleicht so ein bisschen. Was gibt's noch? Was muss man noch nennen? Nicht Reloop und nicht Noise. Nein, nicht Gemonic. Auch nicht Gemini. Nicht? Ja, doch, gibt's. Sind nicht mehr, aber sind nicht mehr on top, oder? Ja, sie haben ihre Pole Position verloren. Im letzten Jahr wurden sie eingeholt. Gibt sicher auch einen T-Bone-Mixer, oder? T-Mix, T-Battle-Mixer. T-Battle. Kennst du diese unglaublich schlechten Werbungen? Welche? Beim Thomann. Von was? Ja, wenn sie zum Beispiel schau dir den vom Element Heat Zone an, wo sie dann nicht mehr dieses Fenster aufgeht mit dem Filmen, sondern wo das Bild. Was passiert jetzt? Das ist auch eine Kamera. Ja, ja. Ah, okay, du merkst also noch ein paar schöne, so ein paar mit der anderen Kamera. Genau, genau. Ja, ich verstehe schon, völlig logisch. Wir müssen schauen, dass wir. Okay, letztes Mal Spielchen. Der DJ-Reflex, so die Platte geht auf. Komischerweise hängen das besser auf dem Körper. Ja. Also mehr Licht, weißt du? Moment, so. Hey, hey, Geraldo, bevor du niemanden findest, denke mal. Ich merk's schon. Für mich klingt es alles natürlich, ob es zu langsam ist oder schneller. Schneller, zu langsam. Grau, schöner. Schnell. Zu langsam, oder? Zu schnell oder zu langsam? Schnell.
Schon. Aber ich sag dir auch, man muss halt auch sein Arbeitsmaterial kennen, das kommt dann auch noch dazu. Ich meine, du weißt, wie die Tracks abgehen und auf was du achtest, oder? Du kannst zumindest dann besser erkennen, welche welche ist, ja? Ja, wenn ich zwei Hip-Hop-Beats habe, weiß ich, welches Snare zu welchem Beat gehört. Du kennst sie besser. Ja. Aber vom Prinzip her kannst du so, wenn du dich kurz dran gewöhnt hast, das ist die deswegen... Schnell oder zu langsam. Langsam. Minimal, ja. Aber... Lässt du so lange Bass oder so lange beide laufen in einer Live-Situation? Oder? Nee, also zumindest nicht so. Also ich habe euch jetzt beide mit Bässen drin am Start. Das heißt, du schiebst schon mal die Höhen rein und die Mitten und lässt den Bass draußen oder sowas. Also machst du normal über den Gesang, kommst du zum Beispiel hier, kommst angefahren, zum Beispiel auf dem Thema. Hast du die schon am Start? Immer mehr mitten rein. Aber so lange wie jetzt lässt es schon, oder? Ja, klar. Ja. Wobei das natürlich gerade zwei Stellen sind. Beide Scheiben befinden sich an ihrer Peak-Time. Ja, also du würdest jetzt an der Stelle nicht wischen, weil es halt zu krass ist. Aber natürlich, du, wenn es drauf ankommt, schon mal 3, 4, 5 Minuten, also je nachdem wie lang die Tracks sind. Im Elektro-Techno-Bereich natürlich sehr lang. Ja, während jetzt je breakiger es wird, je... Also nicht kurz, du machst nicht einfach so... Nee, im Gegenteil, lang, schön, weich, manchmal schon mit Beer-Catchern und so, aber in erster Linie wirklich gestreckt, das, ja, also... Techno-DJ ist vergleichsweise was sehr unauffälliges. Und je breakiger es wird, je keypointiger es wird, umso mehr Hardcuts, umso mehr Specials. Und von was misst ihr die BPM? Von der Summe oder von? Ja, von der Summe in dem Fall, beziehungsweise vom Effektkanal. Der Effektkanal hat hier wiederum eine eigene, wo der hingehen soll. Ich kann den auf Crossfader A, B legen oder auf einen der Channels und so weiter. Also das hier zum Beispiel stimmt er noch. Zu schnell oder zu langsam? Ja, gib mir nochmal einzeln. Ja. Zu schnell. Kick vorne weg. Ja. So. So, und jetzt kann ich sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel den Phaser nur auf Channel A. Das klingt cool. So. Nein, einfach dann ja, dieses weiß, Beispiel oder jetzt nur auf Channel B. Aber geht denn der BPM-Counter mit oder also auf Channel A oder 1? Ja, der geht jetzt nur auf den Channel, auf den er auch geruht ist. Das heißt, der ist an das Effektgerät gekoppelt. Genau. Jetzt wieder auf Channel A. Das heißt, die, hört ihr jetzt hier die, ist nach wie vor trocken, schön, die habt ihr diesen Phaser. Ja. Gut. Tja, DJ-Technik, was gibt's noch? Timecode! Vinylsysteme natürlich. Ja. Oh, ich bin voll geblendet. Oh. Gut, das wunderbare Timecode Vinylsystem. Ja, aufschreiben. Genau, schreiben. Timecode Vinylsystem.